Informationsvideo Nummer 2 für deinen Scale-Heli hier, den Bell. Ich habe heute die Hauptrotorblätter nachgewuchtet, ganz leicht nachgewuchtet nur. Ein einziges Blatt ist ein bisschen aus der Reihe getanzt, das schwarz gekennzeichnete Blatt. Das musste ich ein bisschen nachwuchten, da musste ich ein bisschen nachhelfen, damit alle vier tatsächlich den gleichen Schwerpunkt haben und so weiter. Dann habe ich mich um das Problemkind Heckeinheit gekümmert. Da sind mir dann doch ein paar Sachen aufgefallen, als es noch montiert war. Die Heckblätter waren etwas zu fest montiert. Die konnten sich nicht richtig durch die Fliehkräfte, konnten sich nicht richtig auswuchten aufgrund der fehlenden Masse, die die einfach haben. Also die müssen ein bisschen lockerer drauf sein. Für dich als Information natürlich wieder nur für die Zukunft. Als es noch drauf war, vermutlich stand er sehr lange, da war die Hülse mit der Heckruderwelle, war so ein bisschen verklebt und es war sehr schwergängig, so zäh wie durch Pudding. Das darf natürlich auch nicht sein. Ich habe alles gesäubert und die Heckruderwelle noch einmal poliert und jetzt flutscht es wunderbar, wie sich das gehört. Man kann hier ganz dünnflüssiges Öl drauf machen, das ist nicht verboten, das kann man machen. Dann flutscht es auch wunderbar. Das Geheimnis ist dann nur, wenn man vom Flugtag nach Hause kommt, dass man es auch wieder wegputzt und wieder neu drauf macht. Das ist das Geheimnis. Also es gibt ja einige, die sagen, nein, mach da auf keinen Fall Öl drauf. Doch, das kann man. Wenn man denn fleißig ist und sich da ein bisschen drum kümmert, kann man das ruhig machen. Oder man nimmt halt dieses Dry Fluid Helikopter für Helikopter. Das ist auch ganz gut. Aber man kommt nicht drum rum, seinen Helikopter zu warten und auch hier und da mal ein bisschen was sauber machen. So, haben wir gemacht. Das Problem war, die Herausforderung ist, eine Vierblatt-Heckrotoreinheit tatsächlich zu wuchten. Das dauert alles ein bisschen länger, wie du dir denken kannst. Der Vorgänger hier, der das ganz sauber zusammengebaut hat, nochmal ein Kompliment an den Erbauer hier, hat er ganz klasse gemacht. Hat, vermute ich mal, mit einer Goldwaage alle vier Blätter draufgelegt und mit Tesafilm das Gewicht hinterm Komma angeglichen. Wie es viele auch machen, besser als nichts. Und dann gesagt, okay, jetzt ist es gewuchtet. Nein, das ist leider nicht. Es ist einfach nur ausgeglichen, das Gewicht wurde ausgeglichen. Was habe ich jetzt tatsächlich gemacht? So, abgebaut, hier auf mein Tool raufgesetzt und dann habe ich es erstmal so gelassen, wie es vorher war, habe gedreht und siehe da, er hat noch ein bisschen geschlagen. So, dieser Film ab, nochmal gezogen, hat noch mehr geschlagen. Also, ergo, was sagt uns das? Dieses kleine Tesafilm, was der Vorgänger vorher gemacht hat, hat schon ein bisschen was gebracht. Ich habe, um zu vermeiden, so viel Tesafilm drauf zu machen, die Blätter von rechts nach links gewechselt, gezogen. Besser, schlechter, okay. Hier gewechselt, da gewechselt. Bis es am wenigsten schlägt. Hier, beim Drehen. Gefiel mir immer noch nicht. Also habe ich angefangen. 1 zu 4 ist die Chance. Tesafilm drauf, wieder gedreht und gemacht und gemacht und gemacht, bis ich irgendwann festgestellt habe, aha, auf dieses Blatt muss ein bisschen Tesafilm drauf. Immer noch nicht vernünftig, auf diesem Blatt muss auch noch ein bisschen Tesafilm drauf, bis ich tatsächlich feststellen konnte, jawohl, jetzt läuft er ganz sauber und jetzt dürfte es keine Vibration mehr geben, woran die komplette Heckeinheit schuld ist. Die ist sauber, ausgewuchtet. Gut, das ist heute also passiert. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Nö, eigentlich nichts mehr weiter. Dann werde ich das wieder zusammenbauen und kümmere mich dann um tatsächlich das Einstellen des Flyballess-Systems. Ich gucke mir hier vorne noch die Mechanik an. Das ist auch alles super. Es ist keine Schraube lose gewesen. Alles sieht alles sehr wunderbar aus hier. Respekt, Respekt. Gut, dann erwarte das Video Nummer 3 in den nächsten Tagen. Tschüss.